Und dann ist das Laufen gekommen, die grossen Wanderungen. Und das ist natürlich, das ist eine unglaubliche Erfahrung gewesen. Nach zwei, drei Wochen Laufen, zum Beispiel die erste Wanderung war von Konstanz nach Santiago de Compostela, dann plötzlich dort durch die Gebiete in Frankreich, bei Conques und dann Pyrenäen und dann durch die Witten in Spanien. Und dann plötzlich merke ich, laufe auf dieser grossen Kugel. Vorne kommen neue Gebirge, hinten sinken sie ab und mit der Zeit merke ich die Krümmung. Und dann die Erlebnisse in der Natur, einmal in Ayash vor Ankara, in einem riesen Gewitter kommen. Angst hatte, dass ich es nicht überlebe, weil ich bin der einzige Blitzableiter in dieser Landschaft und überall um die Blitz. Und dann plötzlich bin ich angeguckt und einfach gekurt und ein Stossgebet und dann hat es gerutscht und dann ist so ein richtiger Wüstenbach an mir vorbei. Und plötzlich wieder die Wärme und da war die Sonne, die durchgebrochen ist. Und dann ein blaues Loch im Himmel und den Rest des Tages in diesem blauen Kanal können laufen, nach einer halben Stunde wieder ganz trocken gewesen. Und dann zu oben ein Himmel voll Farben, die Orange, Gold, Rot. Und das Staunen über den Planeten. Und die Begegnungen. Die Gastfreundschaft. Ich komme in einem Dorf an, im türkischen Bergland, in Saraycik. Frage, wo ist der Muchtar, der Dorfvorsteher? Jemand sagt, dort in diesem grünen Haus dort. Mit dem Blechdach, ich klopfe an, ich frage, kann man hier im Dorf nehmen, übernachten, Pilger nach Kudüsse, nach Jerusalem? Er sagt, du kommst zu mir. Und das immer wieder erlebt. Die Frau hat ein Tuch ausbreitet, tolle Speisen gebracht, konnte im Ehebett schlafen, wo sie neu eingebettet haben. Und am Morgen ist sie extra früh aufgewacht und aufgestanden und hat mir ein Börek gemacht, dass ich eine Verpflegung habe. Unglaublich. Ich lese 20 Minuten. Leute, die andere verhacken, Leute, die ihre Kindlilebung begraben. Und ich laufe 25'000 Kilometer etwa bis jetzt, nie so etwas erlebt. Aber Tausende von Leuten, die einander helfen. Und die machen keine Schlagzeilen. Wenn ein in London, zwei, etwas Grauenvolles machen, weiss es die ganze Welt. Aber wenn der Muchtar in Saraycik mich verwöhnt und das Ehebett einbettet, kommt es nicht. In 20 Minuten. Wir haben ein total verzerrtes Bild von der Welt.